Einfach abheben, runterfahren und Flugmodus an. Es könnte so schön sein nach mehr als 2 Jahren Pandemie. Doch für tausende Urlauber ging es gar nicht erst los. In Berlin strandeten sie wegen Streiks für mehr Lohn. An anderen Orten, weil überall Flüge gestrichen werden, da besonders am Boden Personal fehlt. Auf 2 Sommer mit eingeschränktem Corona-Flugangebot könnte nun ein Chaos-Sommer vor allem an Deutschlands Drehkreuzen folgen. Rick Gajek war für uns mittendrin am Flughafen Frankfurt am Main und hat einen Vorfeldmitarbeiter begleitet. Nein, Beladung ist kein Problem, nur Entladung. Es gibt auch keine Gepäckleute hier. Wir brauchen auch Gepäckleute. Komm mal her! Hallo, wir brauchen Leute! Flugzeugabfertiger Schinkdin Afshin ist im Stress. Die Maschine müsste schon längst beladen sein, doch weil überall Mitarbeiter fehlen, steht das Förderband still. Findet er keine Helfer, kann der Flieger nicht starten. Wir haben nur noch 7 Minuten. Dann endlich Unterstützung. Seit 8 Jahren arbeitet der 5-fache Familienvater auf dem Flughafen Vorfeld in Frankfurt am Main. Diesmal geht der Flieger pünktlich raus, das gelingt aber nicht immer. Denn noch fehlen 1000 Flugzeug- und Gepäckabfertiger und die Sommerferien stehen bevor. Hochbetrieb erahnt, was auf ihn zukommt. Mehr Arbeit, das heißt, wir müssen dann doppelt arbeiten. Der nächste Flieger, wieder muss er mit anpacken. Dabei ist der 45-Jährige heute eigentlich als Ausbilder im Einsatz. Vor dem Flieger 2 Meter die Höhe anstellen, ja? Immer links, rechts gucken. Sein Auszubildender arbeitet schon seit 4 Jahren hier. Damals kam er aus Kroatien und auch jetzt sucht Fraport im europäischen Ausland Personal. Denn trotz 2000 Euro Einstiegsprämie bewerben sich zu wenige. Schädin glaubt, das liegt auch am Stundenlohn. 12,46 Euro verdienen Flugzeugabfertiger plus Schichtzulagen. Jeder macht das nicht mit, weil es harte Arbeit. Die Kollegen, die hier arbeiten, die arbeiten hart. Dafür müssen auch belohnt werden. 8 bis 9 Flieger fertigen sie pro Schicht ab. Und auch beim nächsten wieder Stress für Schädin. Nur noch 1 Minute. Knapp 4000 Mitarbeiter verließen während der Corona-Krise den Flughafen. Schädin ist geblieben. Davor habe ich 19 Jahre Gastronomie gemacht. Ich habe auch irgendwann keinen Bock mehr, neue Job suchen und neue anfangen. Auch wenn der Lohn für seine 5 Kinder kaum reicht. Ja, ganz knapp. Da musst du ganz, ganz, ganz wenig mit der Familie rausgehen. Ja. Von vielen Sachen musst du dann halt verzichten. Am Ende des Tages besteht sein Schüler die Prüfung. Das seien die schönen Momente in seinem Job. Natürlich, dann bin ich immer stolz auf mich und meine Schüler. In dieser Schicht konnten sie größere Verspätungen vermeiden. Ohne neue Mitarbeiter aber, sagt Schädin Afshin, wird das in den Ferien wohl ganz anders ausgehen. Für Passagiere, nicht nur in Frankfurt, werden Wartezeiten und Verspätungen wohl unvermeidbar sein.